Pforzheim gekommen? Wach da draußen. Verfassung? Wie üblich. Schwierig? Nervös. Und sonst? Besonders labil. Also nicht schwierig? Tja. Aber später unzuverlässig. Auch später sind labile oft brauchbarer. Springen besser auf energische Töne an. Das ist eine ungewöhnliche These, Genosse Major. In der Praxis erhärtet, Genosse Hauptmann. Ja, ich bin nicht mehr dazu gekommen, mir die Akten genauer anzusehen. Ein paar Stichworte, bitte. Bis 1960 Assistent im Geschichtsinstitut der Humboldt-Universität. Ja, vorher verwarnt, weil er westdeutsche Literatur im Unterricht verwendete. Und schwer getadelt, weil er sich als Familienvater mit zwei Kindern mit einer Stenotypistin aus der Universitätsverwaltung liiert hat. Name? Eva Minz. Heute vor 6 Wochen hat sie Schuchzheim nach Köln abgesetzt. Mit seiner Freundin? Nein, allein. Grund? Allgemeines Unbehagen vermutlich. Die politischen Vorwürfe, persönlichen Schwierigkeiten. Weiter. Schuchzheim scheiterte nach wenigen Wochen. Beruflich ohne Anschluss, er musste Staubsauger verkaufen. Persönlich ohne jeden Kontakt. Er drüben keinerlei Bekannte. Ja, und wahrscheinlich Sehnsucht nach seiner Freundin. Seit 3 Tagen ist er wieder hier. Bei ihr? Bei seiner Familie. In Ordnung, Genossen. Ich spreche allein mit ihm. Herr Schuchzheim, bitte. Wie geht's, Herr Schuchzheim? Danke. Bitte? Nehmen Sie Platz. Möchten Sie rauchen? Ja, danke. Wie geht's zu Hause? Es tut mir leid, dass wir Sie herbitten mussten, aber hoffentlich nicht für lange. Tja. Lieber Herr Schuchzheim, Sie haben da einen Fehler gemacht. Sie haben die Republik unerlaubt verlassen. Ja, nur ich dachte, ich bin noch wiedergekommen. Wenn es Ihnen drüben besser gegangen wäre, wären Sie geblieben, oder? Auf Republikflucht steht Zuchthaus, Herr Schuchzheim. Scheußliches Wetter, nicht? Na, wie geht's mit Ihrer Frau? Offenbar nicht so besonders. Hatten mehr erwartet, wie? Ja, so ist das nun mal. Draußen fühlt man sich alleingelassen, hat plötzlich wieder Sehnsucht nach seiner Familie, stellt sich vor, wie alles sein könnte. Dann kommt man nach Hause, nach ein paar Stunden ist alles so wie früher. Nicht mehr zu reparieren. Wollen Sie wieder weg? Können wir arrangieren. Sie gehen zurück nach Köln. Zunächst allein. Ihre Freundin, meine Fräulein Eva Minz, können Sie dann später nachkommen lassen. Sie verkaufen weiter Staubsauger und arbeiten außerdem für die Republik. Ist gar nicht kompliziert. Wenn Sie mit den Leuten reden, und als Staubsaugervertreter reden Sie ja mit vielen Leuten, unterhalten sich auch ein bisschen allgemein mit Ihnen. Über Ihre Stimmung, über Politik, Bundeswehr, Regierung und so weiter und so weiter. Wir müssen wissen, wie unsere Landsleute drüben wirklich leben. Was sie denken, was sie sich wünschen. Also? Wie lange? Tja, ich bin kein Hellseher, Herr Schuchzheim. Und wann? Ab sofort. Ab sofort würde dann das Verfahren gegen Sie wegen Republikflucht nicht eingeleitet werden. Unterschreiben Sie bitte. Ihre Arbeit für die Republik drüben wird natürlich auch bezahlt, Herr Schuchzheim. Sie werden also in Zukunft Ihre Staubsauger etwas sorgloser verkaufen können. Ich wusste gar nicht, dass du wieder in Berlin bist. Was sich überhaupt nicht verändert, Eva. Danke. War es schwer drüben? Es war nicht einfach. Und jetzt? Bin ich wieder hier. Für immer.
Warum triffst du dich dann mit mir? Ich bin bald zurück, Eva. Ich bin bestimmt bald zurück und dann... Von wo bist du bald zurück? Von drüben. Wahrscheinlich schon in ein paar Wochen. Ist hier noch frei, bitte. Ja, bitte. Es wird sich einiges ändern, Eva. Nichts Unerfreuliches. Ich meine, nichts Unerfreuliches für uns. Was verschweigst du mir? Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Bitte, hab noch Geduld. Nur ein paar Wochen. Hier am Don vorbei und dann ja, links. Danke. Wie geht's denn bei euch in der Fabrik? Alles in Ordnung. Wen fährst du jetzt? Bitold, Abteilungsleiter. Aha. Brauchbar? Schwierig. Sitzt oft 100 Kilometer neben mir am Steuer, ohne ein Wort zu sagen. Wir haben erfahren, dass er demnächst eine andere Abteilung übernehmen wird. Keine Ahnung. Stell das fest. Euer Werk bekommt einen neuen Entwicklungsauftrag. Radar, Verbesserungen am Gerät R23. Und jetzt pass auf. Also die zweite Straße nach dem Dom. Ja. Wenn Witold diese Abteilung übernimmt, musst du unbedingt dafür sorgen, dass du sein Fahrer bleibst, klar? Gut, danke. Keine Ursache. Na? Wie geht's mit deinen Amis in Frankfurt? Sind weiter nett zu mir. Erst gestern hat mir mein Captain verraten, er hätte lange nicht mehr so einen tüchtigen Bibliothekar gehabt wie mich. Da bin ich ganz seiner Meinung. Inhalt? 30 Aufnahmen. Pläne Armeegelände, Erweiterungsbauten. Danke. Deine Amis in Frankfurt hatten Besuch. Ja. Marinefachleute. Thema Verbesserungen am Radargerät R23. Entwicklungsauftrag läuft hier in Köln bei der Gröb AG. Otto ist angesetzt. Kümmere du dich um die Unterlagen in Frankfurt. In Ordnung. Wir probieren hier in Köln einen neuen Mann aus. Du findest ihn am Flughafen, bei der Siedlung, das einzelne Haus links. Kontakte ihn mit harten Bandagen. Überraschung für Sie, für Ihre Kinder und vor allem für Ihre Wohnung. Was aber das haben wir doch schon lange, so ein Ding im Kommen. Und das ist für die Polstermöbel. So einfach zu bedienen. Kinderleicht. Oh. Ist doch schön, nicht? Oh, Frau Schmitz, was haben Sie da für eine schöne Aussicht? Schöne Aussicht nennen Sie das? Da könnte ich mir was Besseres vorstellen. Was glauben Sie denn, was die Vögel für einen Lärm am Machen sind? Tag und Nacht ist natürlich störend. Das müssen ja eine ganze Menge sein. Und ob? Die Nördchen von nebenan sagt 20 Stück mindestens. Ihr Mann ist nämlich wieder dabei. Was sagen Sie dazu? 15 Jahre nach dem Schlamassel zu dir. Und das ganze Gerät, hm? Mit allen Zusatzteilen, was schätzen Sie? Ja, was soll ich schätzen? Ich glaube, das kommt vorläufig sowieso nicht in Frage. Meine Kinder hatten erst größere Anschaffungen. Das ist alles neu, echt tief. Aber liebe Frau Nürtgen, 117 Mark und 50 Pfennige. Dazu noch in Raten, wenn Sie wollen. 12 Monatsraten. Ist ja sehr preiswert, aber mein Sohn hat gerade erst wieder angefangen, wissen Sie. Und als Feldwebel, da kriegt er noch nicht so viel, ne? Was? Feldwebel ist Ihr Sohn? Mhm. So einen großen Sohn haben Sie schon? Das ist ja interessant. Sagen Sie mal, da haben Sie nicht viel von ihm, nicht? Immer im Dienst, immer irgendwo unterwegs. Na, Gott sei Dank nicht. Er ist gleich hier drüben, ne? Dienst hat er schon viel, ja. Ist ja alles erst im Aufbau, nicht? Da muss das Stammpersonal eben besonders ran. Respekt, Frau Nürtgen, Respekt. Und da haben Sie gar keine Angst? Angst? Wovor denn Angst? Ich meine, wenn Ihr Sohn immer mit so einem großen Bomber durch die Gegend saust, Das sind doch keine Bomber, das sind Jäger. Genau 22 Stück, sagt mein Sohn. Glücklicherweise fliegt er ja nicht. Er sitzt in der Verwaltung, nicht? Und deshalb tun wir uns auch mit dem Geld noch ein bisschen schwer. Als Flieger bekäme er ja mehr. Die Flieger, das hat mein Sohn uns neulich gerade mal erzählt. Die Flieger, die kriegen im Monat, warten Sie mal, wie viel war das doch noch gleich?
Ach, geben Sie mir doch bitte auch Feuer. Verdammt kalt heute. Das kann man wohl sagen. Und da muss man noch arbeiten. Sie sind Vertreter. Staubsauger. Brauchen Sie einen? Na, davon verstehe ich nichts. Aber meine Frau, die liegt mir schon lange in den Ohren. Die möchte gern einen... jetzt habe ich das Fabrikat vergessen. TRS. Ja, richtig, ein TRS. Bitte sehr. Na, ausgezeichnet. Aber sagen Sie mal ganz ehrlich unter uns, ist der wirklich so gut? Ich verkaufe ihn. Haben Sie sich diese Gegend eigentlich selber ausgesucht? Wieso? Ich meine, ich könnte mir günstigere Absatzgebiete vorstellen. Hier diese Siedlungshäuschen, diese arme Leute-Gegend. Drüben der Flugplatz. Diese Siedlungshäuschen sind gar nicht so schlecht. Hier gibt's Leute, die kaufen Staubsauger, die früher nicht mehr wussten, was ein Teppich ist. Aber Sie sind doch nicht immer Staubsaugervertreter gewesen. Ja, Sie sehen gar nicht so aus. Mein Erfolgstrick. Die Damen kaufen eher, wenn man nicht gleich wie ein Vertreter aussieht. Und nicht so spricht. Auch das. Entschuldigen Sie meine Neugier, das interessiert mich nur mal so. Wie steht's denn da nicht mit dem Verdienst? Ich meine, wenn ich jetzt bei Ihnen so einen, TRS. Richtig, TRS bestelle. Was bleibt dann für Sie am Prozent? Wie viel? Davon leben Sie? Sie haben doch irgendeine Nebenbeschäftigung. Na, Sie machen mir Spaß. Den ganzen Tag auf dem Bein, dann bin ich abends hundemüde. Und wenn Sie mit dem Staubsaugerverkauf noch irgendeine kleine andere Sache verbinden würden? Das verstehe ich nicht. Sie kommen doch viel mit Leuten zusammen. Erfahren mehr als die anderen, was die Leute so denken, wie die Stimmung ist. Über die junge deutsche Luftwaffe zum Beispiel. Na und? Können Sie sich nicht vorstellen, dass es auch in der Bundesrepublik Leute gibt, die sich dafür interessieren? Dafür? Und auch für ein paar andere Sachen. Interessieren und zahlen. Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Will mir auch keine machen. Meine Staubsauger reichen mir. Entschuldigen Sie bitte. Moment noch, junger Mann. Sie zeigen schon seit Tagen eine merkwürdige Vorliebe für diese Gegend hier. Für diese Gegend um den Flugplatz herum. Reichen Ihnen Ihre Staubsauger wirklich? Meine Vorliebe für diese Gegend hat einen ganz einfachen Grund. Ich wohne hier in der Nähe. Da spare ich eine Menge Benzin. Und außerdem haben die Leute hier einen starken Nachholbedarf. Auf Wiedersehen. Es war ein interessantes Gespräch. Auf Wiedersehen. Fräulein Eva Minz, nicht wahr? Bitte? Ich soll Ihnen Grüße bestellen. Von wem? Von einem Freund. Von Horst Schutzheim. Sie wissen, wo er jetzt ist? Nein. Aber Sie waren doch vor kurzem mit ihm zusammen. Fräulein Eva, machen Sie es mir nicht so schwer. Ich habe Ihnen etwas Interessantes vorzuschlagen. Das geht nur, wenn Sie ganz offen zu mir sind. Wer sind Sie? Ein Freund von Horst. Er lässt Sie grüßen und Ihnen ausrichten, dass in Köln alles gut läuft. Er bittet Sie, ebenfalls nach Köln zu kommen. Horst weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Ich würde dafür sorgen, dass Sie ohne Schwierigkeiten rübergehen. Warum kommt er nicht selbst? Es ist ungefährlicher für Sie und auch für ihn, wenn Sie alleine rübergingen. Ich verstehe nicht, was Sie wollen. Ich lebe hier. Bin hier groß geworden. Habe Eltern, Geschwister, Freunde. Ich bin Bürgerin der DDR. Sind Sie es gern? Ich bin hier geboren. Ich meine, sind Sie etwa auch gern politisch Bürgerin dieses Staates? Ich habe keinen Grund, es nicht zu sein. Fräulein Eva, das war ein interessantes Gespräch. Du glaubst, dass sie brauchbar wäre? Im Prinzip ja. Warum die Einschränkung? Es käme darauf an, wie sie eingesetzt werden sollte. Aber Ludwigs Bericht über sein Kölner Kontaktgespräch mit Schurzheim war doch sehr positiv. Stimmt, Schurzheim ist ein guter Mann, aber... sehr labil, das wissen wir bereits. Er braucht jemand neben sich, dann wird er großartig. Diese Eva, seine Freundin, liebt ihn doch noch. Ja, das sieht so aus. Dann sollten die beiden noch schleunigst heiraten. Und Frau Eva geht ihrem Horst dann bei der Arbeit in Köln ein bisschen zur Hand. Als politische Kommissarin? Das kannst du mit der nicht machen. Aber doch nicht so etwas. Sie soll nicht Aufpasserin spielen, sie soll seine Frau sein. Sie wird ihn ergänzen. Schurzheim wird das sehr gut tun als Resident. Was?
Schurzheim als Resident? Der soll eine Gruppe übernehmen? Ja. Ja, wen sollen der führen? Ludwig in Frankfurt, Otto in Köln und Ingrid in Bonn. Ingrid. Und die ist schon soweit. Sie ist soweit. Schließlich haben wir sie nicht umsonst seit Jahren im BVM eingeschlossen. Als Schreibkraft, ja. Du bist nicht einverstanden? Ich finde dein Tempo mit Schurzheim kühn. Es scheint nicht klar zu sein, dass wir ein kühnes Tempo nötig haben. Über diese Verbesserungen, die drüben mit R23 vorhaben, wissen wir nichts. Nichts aus Frankfurt, nichts aus Bonn und nichts aus Köln. Entschuldigen Sie, Herr Witold. Darf ich Sie mal etwas fragen? Ja, bitte. Mache ich heute wirklich die letzte Fahrt mit Ihnen? Ja, ich übernehme eine andere Abteilung. Würden Sie da öfter länger unterwegs sein? Vermutlich. Könnten Sie mich nicht als Fahrer übernehmen, Herr Witold? Ja. Haben Sie besondere Gründe? Wissen Sie, ich bin mit Leib und Seele Kraftfahrer. Diese dauernden kurzen Stadtfahrten sind nichts für mich. Ich würde so einen Wagen gern mal richtig ausfahren. Ja, ich werde mit dem Personalchef sprechen. Hallo, John. Hi. Wie geht's? Gut. Und du? Danke. Wie war's Weekend? Gut. Dancing. Mit ihr? Hm? Mit Lisa. Sonntag Besuch bei ihrer Mami und Daddy. Donnerwetter, gratuliere, wird's also ernst. Übrigens, Besuch, habe ich neulich richtig gesehen. John. Sag mal, habe ich richtig gesehen, hatten wir nicht auch hohen deutschen Besuch aus Bonn? Es geht also wieder aufwärts mit uns. Warum? Ist das nichts? Deutsche Bundeswehr besucht US-Armee in Frankfurt? Freunde besuchen sich öfter. Was interessant. Was Buch interessant? Ein wenig. Möchtest du ein neues Buch? Keine Zeit. Dancing. Mit Lisa. Bye. Bye, bye. Fräulein Eva Minz ist draußen. Soll ich sie reinholen? Ja, bitte. Es ist besser, wenn sie dich hier nicht sieht. So kurz nach eurer Plauderei. Bitte, Fräulein Minz. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Frau Minz. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Sie betrachten das Ministerium für Staatssicherheit nicht als eine Art Buhmann, wie? Durchaus nicht. Das erleichtert unser Gespräch. Sie kennen Horst Schurzheim? Ja. Möchten Sie rauchen? Dankeschön. Sie wissen, wo er jetzt ist? Nein. Aber Sie waren doch vor kurzem noch mit ihm zusammen. Sie brauchen nicht zu erschrecken, dass ich Ihnen dieselben Fragen stelle, die Sie schon mal gehört haben. Von einem Freund Horst Schurzheims. Sie haben in diesem Gespräch eine sehr klare Haltung bewiesen. Als Bürgerin dieses Staates, die fest auf dem Boden unserer Republik steht. Irre ich mich? Nein. Wir nehmen deshalb an, dass Sie bereit wären, für die Republik eine besondere Aufgabe zu übernehmen. Horst Schurzheim hat diese Aufgabe bereits übernommen. Welche Aufgabe? Er arbeitet dort, wo unser Staat am meisten gefährdet ist. In Westdeutschland. Er wird Mitarbeiter führen müssen, Belastungen ausgesetzt sein, Verantwortung tragen. Er wird Sie brauchen. Sie lieben ihn doch. Sie kennen meine Beziehung zu ihm. Also ja. Und Sie wären bereit, sich mit ihm gemeinsam in den Dienst unserer Republik zu stellen? Ja. Ich gratuliere Ihnen nachträglich zur Hochzeit. Darf ich bitten? Sie sind wirklich ein Glückspilz.
Herr Schurzheim. Danke, Herr Major. Sie haben auch gleich eine hochinteressante Aufgabe. Einkreisung eines Radargeräts, Typenbezeichnung R23. Sie haben auch sehr gute Mitarbeiter. Einen von Ihnen kennen Sie bereits. Ludwig, Bibliothekar bei der US Army in Frankfurt. Ja, ja, Sie haben sich schon mal mit ihm unterhalten. Sie werden sehen. Dann Otto, Fahrer bei der Gröb AG in Köln und Ingrid zurzeit Schreibkraft beim Bundesverteidigungsministerium. Zum Wohl. Sie werden natürlich gründlich auf Ihre Aufgabe vorbereitet. Es wird Ihnen gewissermaßen das Handwerkszeug vermittelt nach dem neuesten Stand. Aber keine Sorge. Das ist alles nicht so kompliziert, wie es aussieht. 35807, Trennung 01. 35807. Dem Mitarbeiter mit der Rufzahl 35807 ist nun gesagt, dass er jetzt 7 Fünfergruppen zu erwarten hat, die er mitschreiben muss. Jeder Mitarbeiter hat für die Entschlüsselung der Nachrichten 2 Schlüssel. Den individuellen Zahlenwurm, den sogenannten I-Wurm und den Cäsar. Beide hat er auf einem Weichfilm bei sich. Die 7 Zahlengruppen schreibt er nebeneinander auf einen Zettel. Darunter schreibt er die 7 Zahlengruppen, die er in seinem individuellen Schlüssel findet. Die zieht er von den oberen ab, und zwar chinesisch. Chinesisch? Was heißt das? Ja, das ist nur das Allereinfachste. Wenn die obere Zahl kleiner ist als die untere, zählt er in Gedanken 10 zu, in diesem Fall. 11 minus 3 gleich 8. 3 minus 2 gleich 1. 11 minus 4 gleich 7. Ja. Die so gefundenen Zahlen ergeben im zweiten Schlüssel des Mitarbeiters Buchstaben. 8 gleich E. 1 gleich R. 7 oben ist nichts. Nehmt ihr die zweite 7 dazu im Koordinatensystem, das W und so weiter. Erwarte dringend Nachricht. Das System ist sehr einfach und hat einen entscheidenden Vorteil. Kein Unbefugter kann es durchbrechen. Sobald der Brennpunkt ermittelt ist, wird vor den Sperber die Maske mit dem Negativ gesetzt. Mit Hilfe der optischen Bank wird dieses Negativ zu einem Mikrat von nur wenigen Millimetern Größe verkleinert. Der Empfänger kann dieses Mikrat durch das Mikroskop wieder lesbar machen. Für diese netten Sachen hier haben wir einen Sammelnamen. Container ist Englisch. International verständigen wir uns Englisch wie bei den Fliegern. Container heißt so viel wie Behälter. Behälter, um Material zu transportieren oder an TBKs abzulegen. TBK heißt toter Briefkasten, das wissen Sie ja. Sehr wichtig, wenn ich genau weiß, wie solch ein Container geöffnet werden muss, Sie werden es natürlich später wissen, löst einen Zerstörungsmechanismus aus, das Material wird vernichtet, bevor es in fremde Hände fällt. Um den Container gefahrlos öffnen zu können, muss die Madenschraube bis zum Anschlag hineingedreht werden, nicht wie bei einer gewöhnlichen Madenschraube herausgedreht. Dadurch wird das Hauptgewinde frei und man kann gefahrlos das eingelagerte Material, in diesem Falle ein belichteter, entwickelter Film, entnehmen. Die graue Masse ist der Brandsatz. Eva, würden Sie bitte im Sucher die Wohnung da drüben anvisieren? Ich meine, die Wohnung ganz oben, wo die Frau gerade die Wäsche auf dem Balkon hängt. Viel kann ich nicht erkennen. Das ist mir klar. Einen Augenblick. Nicht absetzen. Na, und jetzt? Scheinbar ein Ehepaar. Die streiten sich. Diese enorme Vergrößerung erreicht man ganz einfach, indem man vor die Minox ein Fernglas setzt. Machen Sie mal ein paar Fotos, Horst. Na toll. Geheimmaterial muss gestochen scharf fotografiert werden. Diese Knoten geben die entsprechenden Entfernungen an. DIN A4-Format, DIN A5-Format. Und so weiter. Durch diese Zeichen, die Sie an verabredeten Stellen in der Stadt anbringen, verständigen Sie sich unauffällig mit den Mitarbeitern Ihrer Gruppe. Zum Beispiel sofort zum Treffpunkt kommen. Ja.
Und jetzt hören Sie bitte genau zu. Diese Melodie senden wir Ihnen über Kurzwelle für den Fall, dass Ihnen von irgendeiner Seite ernsthaft Gefahr drohen sollte. Außerdem erhalten Sie einen zweiten Personalausweis, der Sie sicher zu uns zurückbringen wird. Ihre Ausbildung ist damit beendet. Eva? Eva? Ja? Hör mal, hast du draußen was gehört? Nein. Das ist gut. Dann sind die Wände wohl doch nicht allzu dünn. Morgen werde ich hoffentlich mit Kopfhörer arbeiten können. Das Gerät funktioniert noch nicht so richtig. Nervös? Naja. Ich bekomme nicht meine erste Nachricht. Sie haben uns doch in Berlin gut vorbereitet. Ja, natürlich. Würde das Schachbrett dahin passen? Hm? Ich denke schon. Und die Tennisschläger? Oh, draußen auf die Kommode. Hm? Falls mal Besuch kommt. Werden wir denn hier Besuch haben? Aber warum nicht? In die gute Kölner Gesellschaft werden wir wohl nie eindringen. Mach die Tür zu. Klopfen. Dann hat er Linie 7 Fragen. Entschuldigen Sie bitte, wissen Sie zufällig, ob die Linie 7 zum Bahnhof fährt? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Der Chef lässt dich grüßen, Otto. Über Kurzwelle. Ich kenne sein Thema. Umso besser. Wie sieht es aus bei der Grab AG? Nicht schlecht. Witthold ist versetzt, aber ich bleibe sein Fahrer. In seiner neuen Abteilung werden Verbesserungen am Radargerät R23 entwickelt. Sehr gut. Die Zentrale hat noch einen Sonderwunsch an dich. Sie wollen uns ein Gerät für den beiderseitigen Funkverkehr schicken. Du sollst es in Hamburg abholen. Wann? Weiß ich noch nicht. Wir treffen uns jede Woche wie heute. Wo kann ich dir ein Zeichen geben, falls wir uns eher sehen müssen oder falls ich dich irgendwie warnen muss? Warte mal. Ja, 200 Meter entfernt von der Werkseinfahrt zur Grüpp AG ist ein Schaukasten des Gewerkschaftsbundes. Die Rückseite ist brauchbar. In Ordnung. Das ist alles. Tja. So sieht man sich wieder. Das ist mir damals ja ganz schön auf den Zahn gefühlt. Hat sich inzwischen ja auch für dich gelohnt. Oder? Danke für die Glückwünsche. Was macht Frankfurt? Zigarette. Was ist drin? 50 Aufnahmen. Einsatzpläne für den Ernstfall. Gut. Das gebe ich dem Kurier morgen mit. Du kennst den Herzenswunsch der Zentrale. Sehr genau. Und? Mein spezieller Freund bei den Amis weiß noch nicht richtig an, aber ich weiß inzwischen, wo die Aktennotizen liegen. Mhm. Über diese Radargespräche zwischen den Amerikanern und dem Bonner Verteidigungsministerium. Die Zentrale hat's eilig. Ist mir bekannt. Wenn's soweit ist, gib mir Bescheid. Mhm. Mit Mikrat. Per Eilbrief. Ich komme dann selbst nach Frankfurt und hol das Material. Ja, ist gut. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wie
Wie geht es dir, Ingrid? Danke, gut. Horst? Was macht Ron? In welcher Abteilung bist du jetzt? Was darf es sein, bitte? In Kölsch, bitte. In Kölsch. Allgemeine Verwaltung, zurzeit noch als Schreibkraft. Zurzeit noch? Was heißt das? Die Herren sind sehr nett zu mir. Ganz im Vertrauen hat man mir angedeutet, dass ich demnächst als Sekretärin in die Abteilung Technik komme. Tüchtig, tüchtig. Und konntest du schon von deinen... Ja, ich habe hier ausführliche Berichte über zwei Offiziere aus dem Luftwaffenführungsstab. Verheiratet. Stehen wegen anderweitiger Verpflichtungen vor dem... Danke. Vor dem finanziellen Ruin. Das mir gratis unter der linken Briefmarke. Sehr schön. Dann werden die beiden Herren wohl bald zur Mitarbeit eingeladen werden. Und weißt du schon, welche Abteilung mit der Entwicklung des Gerätes zu tun hat? Na, ich hoffe, die Abteilung Technik. Das wäre zu schön. Wie kann ich dich benachrichtigen, falls ich dich hier sehen muss oder falls irgendwas los ist? 300 bis 400 Meter von unserem Verwaltungsgebäude entfernt ist eine Baustelle mit einem Kran und davor ist ein überdachter Fußgängerweg. Da gehe ich jeden Tag durch. Stell dir mal vor, diese Ingrid kommt jetzt vielleicht als Sekretärin in die technische Abteilung. Großartig. Dann sitzt sie an der Quelle. Tja. Sie scheint sehr tüchtig zu sein. Und vor allem sehr charmant. Woher kommt sie eigentlich? Da musst du die Zentrale fragen. Wir wissen doch alle nichts voneinander. Ingrid! Ich habe eine Überraschung für dich. Wirklich? Ahnst du nichts? Nein. Du kommst mal zu uns, schon in den nächsten Tagen. Helmut! Ja, komm. Ich freue mich ja so. Du kommst natürlich als Sekretärin zu uns, nicht als Schreibkraft. Also zu dir. Ach, dann muss ich ja wieder sie zu dir sagen. Herr Oberleutnant Mischke. In meiner Abteilung? Das wird nicht gehen, leider. Ich habe alles versucht, weißt du, aber... Ich bedauere es auch gar nicht. Ingrid? Nein, wirklich, Helmut. Wir jeden Tag im Büro zusammen wären, Arbeit bringt doch auch viel Ärger mit sich. So finde ich es viel netter. Ich bin in deiner Nähe, wenn wir uns am Tag mal schnell sehen wollen und am Abend nach dem Dienst sind wir frei, wie bisher. Und keiner belastet den anderen. Belastet? Naja, du weißt doch, wie ich das meine. Mit Bürokram und so. Komm, wir feiern meine Versetzung. In deine Nähe. Na und? Warum soll sie nicht mit ihm befreundet sein? Wenn sie über diesen Mischke besser an das Material rankommt? Das ist aber nicht der Grund für ihre Freundschaft, befürchtet Eva. Das geht aus dem Bericht ganz klar hervor. Die möchte Frau Oberleutnant werden. Ist deine Vermutung. Ist meine Vermutung. Ich habe dich damals gewarnt. Die war noch nicht einsatzbereit. Bleib bis zum Beweis des Gegenteils abzuwarten. Auf jeden Fall setzen wir Eva auf Ingrid an. Herr Oberregierungsrat. Guten Morgen, Herr Oberregierungsrat. Guten Morgen, Herr Volz. Hat meine Sekretärin Sie infiziert? Ja, Sekretärinnen in deutschen Dienststellen halten die Titel ihrer Chefs offenbar für eine Art Adelsprädikat, dessen Glanz andere untertänigst zu respektieren haben. Also, Herr Schreiber. Ja, schon besser. Also, was haben wir heute? Nochmalige Überprüfung der früheren Einstellungsunterlagen aufgrund der neuen Anordnung. Ein paar Leute aus Mitteldeutschland. Routineüberprüfung. Ist irgendwas Besonderes dabei? An sich nicht, bis auf einen Fall. Vielleicht ein Fräulein Ingrid, Ingrid Lutz. Bisher Schreibkraft in der inneren Führung, soll jetzt Sekretärin in der Abteilung Technik werden. Die scheint eine besonders tüchtige Dame zu sein. Hat sehr gute Arbeitszeugnisse, ist seit 1955 in der Bundesrepublik. Und seit 1956 im Bundesverteidigungsministerium. Schon 4 Jahre. Und Ihre Recherchen? Haben eine kleine Unstimmigkeit ergeben. Im Ganzen eine sehr gute Arbeit. Der Grafiker hat nur eine Kleinigkeit vergessen. Aha. Sie meinen die beiden winzigen Härchen von dem Pinsel, mit dem der Stempel kopiert worden ist? Leider ist das erst jetzt bei der neuerlichen Überprüfung festgestellt worden. Ach, sehen Sie mal, zu was sowas gut ist. Na, sympathische junge Dame, wie? Schau mal, da kommt sie. Nett sieht sie aus. Bitte sei freundlich zu ihr und vergiss nicht, wir duzen uns alle. Guten Tag, Ingrid. Guten Tag. Wie geht es dir? Gut. Das ist Eva, unsere neue Mitarbeiterin. Das ist Ingrid. Guten Tag, Eva. Tag, Ingrid. Hm? Wie sieht es aus im Bonn? Oh, Eva weiß über alles Bescheid. Du kannst ganz offen sprechen. Ich bin noch in der inneren Führung. Warum?
weiß es nicht. Haben deine netten Herren im Ministerium dir zu viel versprochen? Kaum. Aber was hast du denn getan, um an die Pläne ranzukommen? Ich müsste schon in der Abteilung Technik sein. Bist du es denn nicht? Nein, das sagte ich doch bereits. Trotzdem hast du doch schon seit einiger Zeit besonders guten Kontakt. Eva weiß über alles Bescheid. Du kannst ganz offen sprechen. Mein Kontakt zum Führungsstab bringt mich nicht an die Unterlagen heran. Leider. Hast du schon mit Oberleutnant Mischke darüber gesprochen? Ja, und? Er hat nichts damit zu tun. Mit dem Gerät oder mit deinem Auftrag? Mit dem Gerät. Und du bleibst trotzdem mit ihm befreundet. Verhörst du mich? Meine Neugier, der hat mit unserer gemeinsamen Arbeit zu tun. Ich an deiner Stelle würde mit Mischke befreundet bleiben. Vielleicht kannst du durch ihn andere Leute kennenlernen, die mit dem Gerät direkt zu tun haben. Und möglicherweise entdeckst du als seine Freundin auch ein paar kleine Schwächen an ihm, die du ausnutzen kannst. Du könntest ihn dann zwingen, dir die Unterlagen zu beschaffen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Eben. Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Und ich verstehe, Herr Mischke, dass Sie über meine Frage nicht gerade erbaut sind, aber das bringt unser Amt so mit sich. Wir müssen öfter persönliche Fragen stellen, reine Routinesachen. Schließlich soll Fräulein Ingrid Lutz, die aus Mitteldeutschland kommt, hier im Verteidigungsministerium in einem Referat für besondere Geheimhaltung arbeiten. Darf ich Sie deshalb noch einmal fragen, seit wann Sie Fräulein Lutz kennen? Seit einigen Wochen. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Hat sie Ihnen erzählt, wo sie gearbeitet hat, bevor sie nach Bonn kam? Ja, in Brandenburg irgendwo. Mhm. Firmen oder Dienststellen hat sie nicht genannt. Nein, ich habe auch nicht danach gefragt. Und Fräulein Lutz hat sich auch nicht dafür interessiert, was Sie tun? Nein. Das heißt, ganz allgemein gesehen schon. Liegt ja nahe, wenn man miteinander befreundet ist. Aber keine Einzelheiten. Also nichts über Ihre Arbeit oder die Entwicklung neuer Geräte oder Waffen? Nein, nein, überhaupt nicht. Wo sie geboren wurde, wo sie aufwuchs, ein bisschen über ihr Elternhaus und warum sie in die Bundesrepublik gekommen ist, das wird sie Ihnen doch sicherlich erzählt haben. Tja, geboren in Stettin, glaube ich. Nicht in Schwerin? Schwerin, ja, kann auch Schwerin gewesen sein. Und in die Bundesrepublik kam sie, weil sie drüben keine besonderen beruflichen Chancen gesehen hat. Nicht aus politischen Gründen. Nein, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Ich danke Ihnen, Herr Mischke. Das wär's schon. Ich bitte um Verzeihung wegen meiner Neugierde, aber... Bitte, bitte, ich verstehe das schon. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Fotz. Wo bist du eigentlich geboren, Ingrid? In Stettin. Das habe ich dir doch schon mal erzählt. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ach, nur so. Mir ist einfach mal aufgefallen, dass ich wenig von dir weiß. Über deine Eltern, wo du aufgewachsen bist. Das interessiert mich doch. Ja, ja, natürlich. Nett, dass du danach fragst. Aufgewachsen bin ich in Treptow. Das ist ein Stadtteil von Berlin. Ja, und meine Eltern leben heute noch dort. Mein Vater arbeitet in einem VEB. Volkseigener Betrieb. Ah ja. Hast du auch in volkseigenen Betrieben gearbeitet? Ja, drüben gibt's kaum noch private Firmen. Ach, deshalb bist du auch in die Bundesrepublik gekommen? Eigentlich ja. Ist das schwer für dich? Was? Na, ich meine der Gedanke, dass ich von drüben bin. Ach, Unsinn. Spielt doch überhaupt keine Rolle. Du bist hier, das ist die Hauptsache. Ja, das finde ich auch. Und das meinen die hohen Herren im Ministerium wohl auch inzwischen. Ab morgen arbeite ich bei euch. Ab morgen schon? Ja. Ist ja großartig. Ja, finde ich auch. Erstmal nur als Urlaubsvertretung. Aber das ist doch ein Anfang, findest du nicht? Urlaubsvertretung? Ja, mein Chef hat mich heute gefragt, ob ich eine Kollegin bei euch vertreten wollte. Ich habe natürlich ja gesagt. Sie hat mit beiden Händen zugegriffen, Herr Oberregierungsrat. Verzeihen Sie, Herr Schreiber. Sie halten Kontakt mit der Abwehr? Die Beobachtung ist angelaufen. Gut. Jetzt sitzt sie mitten im Zentrum. Es wird sich bald herausstellen, ob du mit deiner Skepsis recht hast. Weißt du, Frauen wie Ingrid sind im Grunde unkompliziert. Sie wollen ihren Mann, ihre Sicherheit und ihr Zuhause. Wollen das nicht alle? Schon. Fragt sich nur, in welcher Form. Ich möchte es auch, aber... Aber? Ich würde dafür nicht andere, mit denen ich zusammenarbeite, in Gefahr bringen. Das hat sie bis jetzt noch nicht getan. Nein. Bis jetzt noch nicht.
Jedenfalls hat Nörger recht. Wenn die Entwicklung des Gerätes erst einmal abgeschlossen ist, haben wir keine Chance mehr, an die Pläne ranzukommen. Wir müssen schneller arbeiten. In die Stadt, bitte. Einen Moment noch. Hallo. Hallo, Mr. Johnson. Oh, hello, Mr. Hello. Whittle. What a nice Very surprise. Very fine that I still see you. I'm just going away to town. But I have to see you somewhere. Can you fly a finger? Fine. Is it possible that we can see you tonight or in the afternoon? Why don't you have dinner with us? After? Well, my wife would be very happy to see you again, I'm sure. Bitte, bitte, bleiben Sie sitzen. Hallo, John. Na, wie geht's? Hi, Ludwig. Was macht Lisa? Du willst mich auf den Arm nehmen. Auf den Arm nehmen? Wieso? Wieso? Aus mit Lisa! Ja, aber vor ein paar Wochen warst du doch noch bei Mami und Diddy. War ich. Danach Schluss. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Deutsche Mädchen wohl sehr abhängig von Mami und Daddy. Sergeant, where's the 2C? We are waiting for it. Yes, sir, I'm coming. Ich komme gleich wieder. Okay. Ich kann das immer noch nicht glauben. Was? Das mit Lise. Musst du aber glauben, ist wahr. Ich habe auch nicht für möglich gehalten. Inzwischen kein Zweifel mehr. Nur sowas so dumm. Und jetzt? Jetzt. Ich habe Hilde gefunden. Hilde? Wer ist denn Hilde? Hilde? Hast du eine Zigarette? Nein, aber ich hole schnell welche aus meinem Büro. Und dann musst du mir erstmal alles ganz genau von Hilde erzählen. Bitte. Ja. Setzen Sie bei Aktennotizen das Diktatzeichen auch oben rechts ein oder nur? Oben rechts und unten links. Dankeschön. Die Technik macht manches anders, deshalb frage ich lieber. Fragen Sie nur. Sie bleiben doch auch nach der Urlaubsvertretung bei uns, oder? Ich weiß es nicht. Sicher. Es wird Ihnen bei uns bestimmt gefallen. Die Herren sind alle sehr nett. Ja, John, erzähl mal. Wie ist denn Hilde? Einmalig. Einmaliger als Lisa? Lisa. Lisa aus. Aber Hilde? Wo hast du sie kennengelernt? Beim Tanzen. Also Liebe auf den ersten Blick. Ja, richtige große Liebe. Seht ihr was über Football in News in der Zeitung? Oh, nichts Besonderes. War keine großen Spiele. Willst du sie heiraten? Ich will schon. Aber sie will nicht? Hab sie noch nicht gefragt. Oh, hast du sie noch nicht gefragt? Hab ich noch nicht geschaut. John. Du lässt aber nach. Also, John, mach's gut. Dann, komm, frag Hilde. Am besten noch heute Abend. Guten Morgen, Frau Elter. Guten Morgen, Herr Liebe. Würden Sie das bitte vervielfältigen lassen? Wie üblich. Gerne, Herr Liebe. Ach, darf ich Sie mit Fräulein Ingrid Lutz bekannt machen? Sie vertritt Frau Preusch. Niebel. Guten Tag, Herr Niebel. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wie gefällt es Ihnen bei uns? Dankeschön, sehr gut. Alles Gute weiterhin. Ach, ein netter Junge, der Niebel. Mhm, finde ich auch. So, ich bring das eben mal zur Vervielfältigung.
irgendetwas? Nein, nichts. Eilbrief, bitte. Von wem? Von Ludwig aus Frankfurt. Ludwig hat die Pläne für das Radargerät. Ich muss sofort nach Frankfurt. Räum das bitte weg. Ich habe dich damals gewarnt. Wovor hast du mich gewarnt? Vor Horst in Köln. Er ist noch kein Resident. Er hat noch nicht genug Übersicht. Horst hat Ludwig in Frankfurt angetrieben, ohne Rücksicht auf Besonnenheit. Horst ist für Ludwigs Versagen zu verantworten, aber du hast Horst getrieben, weil du beim Chef immer ein paar Ergebnisse mehr vorzeigen willst als alle anderen, aber das ist ja Schluss. Leider keine Ahnung, mein Lieber. Es geht nicht um Ergebnisse, die ich vorzeigen will, sondern um Ergebnisse, die ich vorzeigen muss. Why didn't you close the safe before you left your office? I don't know. Darf ich ein paar Fragen stellen? Schließlich handelt es sich um einen deutschen Angestellten. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ludwig Resch hat Sie kurz vor seiner Entdeckung zweimal besucht. Ja. Haben Sie während dieser Zeit Ihr Büro verlassen? Einmal. What? Wann? Während der erste Besuch von Ludwig. Ludwig Reschs Interesse galt vor allem diesem neuen Radargerät, einem Gerät, dessen Neukonstruktion von der Bundeswehr bei der Kropp AG in Auftrag gegeben wurde. Resch hat erfahrungsgemäß nicht isoliert gearbeitet. Blieb also zu prüfen, ob noch von anderer Stelle für dieses Gerät Interesse bekundet wird. In Bonn im Verteidigungsministerium wurde auch nichts festgestellt. Wir werden also Frau Lutzner einige Zeit Gelegenheit geben müssen, an unser getarntes Material heranzukommen. Sie hat sich nämlich bisher völlig neutral verhalten. Sie suchen Zucker, der ist hier. Danke. Nicht ganz. Eine Kollegin im Vorzimmer hatte zumindest einmal den Eindruck, allerdings mehr eine Vermutung, als wollte sie sich von einer Aktennotiz Stichworte notieren. Außerdem ist in der letzten Zeit relativ häufig versucht worden, höhere Offiziere zu Ostagenten zu werben. Die Druckmittel waren fast immer dieselben, private Sorgen oder Schulden. Diese Versuche häufen sich, seitdem Fräulein Ingrid Lutz im Ministerium arbeitet. Wie gesagt, alles Vermutungen, aber... Da wir bisher keine Spur haben, die uns von Resch aus weiterführt, ist die Spur einer Spur immerhin besser als nichts. Warum halten Sie hier? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen in die Werkstatt fahren. Ach, entschuldigen Sie, Herr Wittold.
Sie sind ja heute so nervös. Ist irgendwas los? Nein, gar nichts. 941. Jetzt. 77642. 77642. Tut mir leid, Frau Lutz. Das müssen Sie nochmal schreiben. So hatte ich das nicht diktiert. Entschuldigung. Ist denn etwas mit Ihnen? Nein, nein. Kein Alarm, nicht absetzen. Einstweilen stillhalten, abwarten. Danke. Bitte. Ah, da bist du ja. Du, ich habe heute leider keine Zeit. Eine Verwandte von mir in Köln. Ich habe dir von ihr erzählt. Der geht es leider nicht gut. Ich habe es eben erst erfahren. Tut mir leid. Komm, ich bringe dich nach Köln. Ach, wir sehen uns ja morgen. Na ja, dann bringe ich dich wenigstens zur Haltestelle. Danke. Nett von dir. Komm, steig ein. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben Anweisungen von der Zentrale weiterzumachen. Ach, du scheinst nicht gerade begeistert zu sein. Hast du besondere Gründe? Nein. Spricht man im Ministerium schon über die Sache mit Ludwig? Ich weiß es nicht. Hast du dich dafür überhaupt nicht interessiert? Soweit ich konnte schon, aber... Ich konnte nichts erfahren. Und dein Oberleutnant hat auch nicht mit dir darüber gesprochen? Nein. Und du nicht mit ihm? Nein. Nun ja, das wird jetzt auch nicht mehr nötig sein. Es liegt dir doch daran, deinen Herrn Mischke zu schonen. Ist das wichtig? Eines Tages vielleicht. Aber im Augenblick ist anderes wichtiger, da hast du recht. Wie lange bist du noch in der Abteilung Technik? Ich weiß es nicht. Du weißt heute sehr wenig, Ingrid. Ich kann es nicht ändern. Wir müssen es aber ändern. Du wirst Material haben. Und zwar schnellstens. Kein Material wäre nicht gut für dich. Sobald du es hast, gibst du mir Nachricht über den Briefkasten. Du tust es in eine Schachtel und die Schachtel in einen Plastikbeutel. Den Plastikbeutel hängst du an die verabredete Stelle drüben im Café. Was wirst du tun, wenn sie das Material gebracht hat? Mit Kurier nach Berlin schicken. Warum? Ich meine, was du mit Ingrid tun wirst. Ich verstehe dich nicht. Manchmal wäre es schon ganz gut, wenn du ein bisschen mehr Instinkt dafür hättest, ob jemand unsere Arbeit innerlich überzeugt tut oder nicht. Aber Ingrid war doch bisher sehr erfolgreich in ihrer Art. Solange nichts passiert war. Jetzt ist es ernst. Scherben versagt. Es wird bei der nächsten Gelegenheit umfallen und Sicherheit suchen. Als Frau Oberleutnant Mischke zum Beispiel. Aber dafür haben wir doch gar keine Beweise. Wenn die Beweise erst vorliegen, ist es zu spät. Bei Frauen wie Ingrid muss man alles... Warum hast du sie eigentlich so?
Ich hasse sie nicht. Ich weiß nur, dass sie uns nicht gefährden darf. Und im Moment ist sie eine Gefahr für uns alle. Was soll ich tun? Informiere die Zentrale. Und was soll die tun? Die Zentrale hat in solchen Fällen immer klar entschieden. Und gehandelt. Fahren Sie bitte nach. Nach, Fahrer Schiot. Also bis gleich, Horst. Entschuldigen Sie, Werlings, wohnen die im vierten Stock? Ja. Dankeschön. Ein Kurier bringt das Gerät von Berlin nach Hamburg. Er stellt das Gerät am Hauptbahnhof in einem Schließfach ab und hinterlegt den Schlüssel im TBK am Hafen. Ja. Du kennst den Briefkasten? Ja. In 2 Tagen fährst du nach Hamburg. Wir machen also trotzdem weiter. Was? Ja. Anweisung von der Zentrale. Gute Reise. Wer bringt das Funkgerät nach Hamburg? Ich. Aha. Wolltest du fahren? Ja. Ich habe in Hamburg zu tun. Das hätte ich vielleicht auch erledigen können. Das glaube ich nicht. Mir fällt etwas auf, Genosse Major. Für Scherze habe ich keine Zeit. Ich meine keine Scherze. Ich meine, dass du mich seit Monaten isolierst. Nicht nur mich, sondern auch andere. Du gibst keine Gelegenheit, draußen irgendetwas zu tun. Du machst alles selbst. Du gehst zum Chef. Da kommt niemand außer dir hin. Du gibst niemandem eine Chance. Hast du Angst um deinen Stuhl? Ich habe auch keine Zeit, mit dir zu diskutieren. Wirklich nicht? Nein. Ach, gleich Feierabend, Gott sei Dank. Ja. Ja. Danke. Ich arbeite noch alles auf. Was Besonderes? Nein, nichts weiter. Frau Preusch kommt schon morgen wieder aus dem Urlaub. Mhm. Ich muss noch alles aufarbeiten. Überstunden, was? Macht ja nichts. Also tschüss. Und bleiben Sie nicht mehr so lange. Wiedersehen. Wiedersehen.
Guten Abend, Frau Holmes. Guten Abend. Na, Frau Lutz. Guten Abend. Moment mal bitte. Wir haben hier manchmal Kontrollen, wissen Sie, Stichproben für Angestellte, die in Abteilungen mit besonderer Geheimhaltung arbeiten. Würden Sie der Dame mal bitte eben... Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte, Ihren Kolleginnen geht es nicht anders. Darf ich Ihre Tasche bitte mal sehen? Bitte? Reine Routineangelegenheit, kommt nicht oft vor. Darf ich mir bitte mal den Inhalt ansehen? Sind nur vorbeugende Maßnahmen. Darf ich bitte mal die Tasche haben? Bitte schön. Danke sehr. Würden Sie bitte mal den Mantel öffnen? Ja. Ist aber spät geworden, Ingrid. Komm. Würdest du mich heiraten? Du hast schon öfter davon gesprochen. Ich bin nie darauf eingegangen. Heute frage ich dich, würdest du mich heiraten? Komm. Die Kontrolle gestern Abend hat nichts erbracht. Wir haben nichts gefunden. Merkwürdig. Ich war mir diesmal ganz sicher. Moment. Ja? Wer? Aber sofort. Wir haben Besuch. Ja. Bitte. Warum sind Sie geflohen? Waren Sie in Gefahr? Ja. Warum? Mein Chef und die anderen haben gemerkt, dass ich nicht mehr linientreu reagiere. Aus persönlichen oder politischen Gründen? Dankeschön. Aus politischen Gründen. Ja, natürlich. Ich darf darauf noch zurückkommen. Im Augenblick interessiert mich etwas anderes. Sind Sie bereit, uns Agenten zu nennen? Ja. Ja, was ist denn? Also, bitte. Mein bisheriger Abteilungsleiter hat mich von sämtlichen wichtigen Entscheidungen und Unterlagen ausgeschlossen. Ich hatte auch keine Gelegenheit, bevor ich mich absetzte, an Namensakten heranzukommen. Aber ich kann Ihnen Leute aus dem Gedächtnis nennen. Decknamen, Aufträge, Orte. Bitte. Horst und Eva Schurzheim. Horst ist Resident. Ich habe beide gesehen. In Frankfurt, Ludwig. Bibliothekar bei der US Army. Ist inzwischen... Erledigt, ja. Ist uns bekannt. Weiter. Dankeschön.
Haftbefehl gegen Sie vor. Wollen Sie bitte mitkommen? Kommen Sie bitte. Ja? Was denn? Horch? Ich fahre nicht nach Hamburg. Entschuldigen Sie bitte, wo kann ich Ihr Telefon? Am Gang draußen links und dann rechts, bitte. Dankeschön. Wollen Sie bitte Ihre Tasche öffnen? Arbeit vorerst einstellen. Abwarten. Hallo. Hallo, Otto. Lange nichts mehr von dir gehört. Wie geht's denn so? Schönen Dank der Nachfrage. Der Haussegen hängt schief. Ach, was sage ich, schief. Der hängt schon beinahe überhaupt nicht mehr. Ist nicht dein Ernst? Warum denn? Wegen Fernseher. Fernseher? Ja, stell dir vor. Ich hab dir doch erzählt, dass ich meine Familie mit so einem Kasten überraschen wollte. Und weißt du, was mir der Händler gesagt hat? Das Modell ist nicht eingetroffen. Dabei hat er mir vorher noch hoch und heilig versprochen, dass die Hamburger Firma zuverlässig liefert. Aha, da kann ich aber verstehen, dass der Haussegen schief hängt. Habe ich mir gedacht, ob du mir vielleicht helfen kannst. Naja, ich kenne schon noch einen Händler, aber ob der nun gerade das Modell hat? Macht ja nichts. Hauptsache ein Fernseher mit Großhandelsrabatt. Können wir nicht gleich mal hingehen? Wie, jetzt gleich? Also gut, in 10 Minuten, an der Linie 7. Da würden wir Sie gerne begleiten. Was wollen Sie? Das haben wir Ihrer Frau schon erzählt. Aber ich sag's auch Ihnen gern nochmal. Kriminalpolizei. Wir würden uns bei Ihnen gerne ein bisschen umsehen.